Hey, meine kleinen Schneestocker, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Salon Dark im Story-Modus. Ich hab's endlich geschafft. Ich camp hier schon 3 Tage an dem Feuer, also ungelogen, 3 Spieletage. Da habe ich mich jetzt irgendwie beschäftigt, weil der Himmel hat einfach nicht geleuchtet. Jetzt musste ich Tage überbrücken und auf einmal hat es jetzt dann doch geklappt. Keine Ahnung, was vorher das Problem war. Ich hatte aber auch einen kleinen Bug irgendwie. Ich konnte meine Unterkühlung nicht heilen und auf einmal hatte ich 2 von diesen Messern von Jeremiah. Die hatte ich doppelt, keine Ahnung warum. Aber jetzt leuchtet der Himmel und das heißt, wir können rennen. Oh, jetzt flackert das schon. Weil ich war schon drin, wie gesagt. Ich habe mich ja 3 Tage aufgehalten, war drin, habe alles durchsucht. Ich habe auch aufgenommen. Und dann dachte ich mir, ey, es kann nicht sein, schon wieder eine Folge, wo hier nichts passiert. Wo wir einfach nur durch die Gebäude streifen und ich habe nur noch ein paar Dosen gefunden, also ein bisschen was zu futtern und so. Und jetzt funktioniert das endlich, weil ihr seht ja schon, ich habe hier schon wieder ein paar Wölfe erschießen müssen, weil ich musste mich ja irgendwie ernähren und so. Und richtig kacke, aber jetzt funktioniert's. Jetzt, und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, ob die Radios funktionieren, weil hier steht ein Radio auf dem Tisch. Wenn denn. Oh. Das ist ja cool. Weil im Sandbox-Modus stehen die überall rum und da kann man die nicht anschalten, auch die Autoradios nicht. Weil da gibt es ja diesen grünen Himmel nicht. Schick, Alter, der Fernseher geht auch ein bisschen ab. Okay, da müssten wir jetzt ja das Tastenfeld aktivieren können. Was hat er gesagt? 76? Muss ich das jetzt klein anwählen? Die ist schon, ach, die ist schon offen. Warum ist die schon offen? Ich habe da noch gar nichts gemacht. Muss mal kurz lesen, was er uns hier eingetragen hat. Gelange mit dem Code ins Kontrollraum rein. Okay, mal gucken, was wir hier jetzt machen können. Ein bisschen Licht wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich hatte ganz viele Bugs auf einmal, als ich versucht habe, diese Aufnahme zu starten. Dann hatte ich auch ein Streichholz, das ist nicht runtergebrannt. Das hatte ich die ganze Zeit in meiner Hand. Das hatte ich aufgehört zu brennen. Das habe ich dann genutzt, um hier alles zu durchsuchen. Wenigstens kann ich hier keine geknallt bekommen, so wie es aussieht. Erstmal kurz ein bisschen umgucken. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Da hinten ist noch ein Safe, den müssen wir unbedingt knacken. Wir holen doch alles raus, was hier an Essen ist. Scheiße, ja, ey. Bevor wir überladen sind, da kommt hier alles mit, weil wenn die Tür wirklich zu ist. Und wir hier nicht mehr reinkommen danach, oder immer nur an diesen Nächten, dann möchte ich hier alles rausgeholt haben. Ich glaube, die ziehen wir auch demnächst an, weil wir können diese Kaninchenhandschuhe nicht reparieren. Echt zu wenig Felle. Und ich glaube, andere Handschuhe sind auch etwas leichter. That'll come in handy. Oder die, aber die sind, glaube ich, richtiger Müll. Da kann man auch keine Handschuhe tragen. Okay, also haben wir nicht viele Optionen. Wir müssen an dem Schalter darum poolen. Ich versuche jetzt schnell das mit dem Safe zu klären. Okay. Das ging ja wirklich fix. Das war irgendwo hinter 10. Ich ratter jetzt durch. Ich glaube, so sind wir schneller. Ah, hier müsste er gleich sein. Jetzt ist es ärgerlich. Was waren das jetzt? 16 oder so? Ich versuche es einfach vernünftig nacheinander zu machen. Es dauert jetzt einen kleinen Moment, aber dann müssen wir nicht nochmal von vorne anfangen. Vielleicht ist die Zahl ja nicht so weit weg. Ast rein. I think I can use this. Echt für eine Lupe? Ich habe das für eine Scheißlupe gemacht, Alter. Unglaublich. Okay, dann pullen wir hier mal da rum. Wird sich ja nichts verstecken unter den Regalen, oder? There it is. Aber was ändert sich jetzt dadurch? Weil sinnvoll wäre eigentlich, wenn er die Scheibe einschmeißt und ich durch die Scheibe klettern kann. Weil unten
wo man eigentlich in diese, in diesen Turbinenraum gelangt, der ist ja zugestürzt. Da weiß ich jetzt nicht so wirklich, auf was ich hier machen soll. Ich nehme noch ein Buch mit. Oder geht der Aufzug jetzt? Können wir mit dem Aufzug runterfahren? Ah, Tatsache. Okay, warte, dann nehme ich noch unser Essen mit. Und den Schlafsack auf jeden Fall. Scheiße, das ist ja richtig gut, dass der jetzt hier so offensichtlich lag. Aber eigentlich brauchen wir nicht das. Das nehme ich noch mit. Streichhölzer haben wir genug. Essen habe ich also in der Tasche. Dann springen wir schnell in den Aufzug rein. Oh, weil der bleibt nicht stecken. Aufzug rufen. Oh, I guess there's only one way to go from here. Ey, Ding, Alter, was tust du denn hier? Schokoriegel hat er gegessen. Ich kann ihn nicht suchen. Der möchte nicht angefasst werden von uns. Aufzug rufen, was? Holy shit, what was that? Oh, selbstverständlich. Es ist immer der erste Ausweg. Ob das jetzt wirklich nur klappt mit dem Brecheisen? Weil ich hatte zufällig eins bei. Boah, wird erstmal gespeichert. Der ist ja richtig ungesund hier unten. Sehen wir auch was ohne Licht? Ich muss das mal checken. Ah, ist die so pralle? Nee. Untersuche das Innere durch Damm und ich quere ihn vor Tagesanbruch. Die Zeit haben wir, auf jeden Fall. Okay, dann gucken wir uns schnell ein bisschen um, versuchen das Wichtigste mitzunehmen. Das ist jetzt die Rückseite von hier. Hier kommt man normalerweise in den Damm. Und da müsste dann alles eingestürzt sein. Hier liegt ein Wolf. This stuff will come in handy. Hier ist alle Radio umrumpunnen. Wie kommt er denn hierher? Das lohnt sich alles nicht. Ich brauch's nicht mitnehmen. Das Fleisch, ja. Oh, jetzt habe ich die Lampe angelassen, ich Trottel. War unser Freund mit dem Bogen denn auch etwa hier? Und vor allem, das haben wir ja auch noch nicht geklärt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen hier wegen Jeremiah und seine komische Kiste, die er da in seinem Zimmer versteckt. Ich hab gedacht, das ist weit genug weg. Das ist wahrscheinlich durch das Metall hier. Da sollen wir nicht hin, hab ich verstanden. That hurts so much. Fuck. Sollen wir noch was machen? Ach, Schmerzmittel. Feels like it's still burning. Haben wir genug von? Scheiße. Na gut. Gar nicht so gesund, wenn man sich hier umguckt ein bisschen. Aber hier kann ich auf keinen Fall lang. Was ist das für eine Scheiße hier? Hier vorbei. Ich hoffe, ich kriege keine geknallt. Oh. Wie es hier aussieht, Alter. Ich meine, hier hat ja auch ewig nichts stattgefunden. Ich muss hier oben einfach gucken. Bisschen gaffen. Okay, da oben können wir noch hoch. Oh, da sind ja noch Spinde. Das kenne ich alles. Entschuldigung. Das kenne ich alles so gar nicht. Vielleicht darf ich da sogar ran, ohne eine Gescheuer zu bekommen. Ist hier oben auch Strom? Nee, nur eine Lampe. Ja, cool, das können wir bestimmt gleich gebrauchen. Seht ihr, und hier ist die andere Seite vom Raum. Das ist eigentlich gar nicht so anstrengend, ja? Man hätte doch einfach hier durchspringen können. Aber das wollte das Spiel so nicht. Wir sollten Aufzug fahren. Ach, so kommt man hier jetzt hin. Auf die andere Seite? Okay, nee, wir müssen gucken. Vielleicht liegt der hier irgendwas wertvoller. Das wäre ja nicht umsonst so. Ist ein bisschen tricky gebaut hier.
Schön Übergewicht. Hier ist nichts weiter. Was stand da? Kletterseil. Kann man wieder runter? Warum auch immer. Vielleicht müssen wir das sogar machen, weil da unten irgendwie so der Strom liegt, dass wir gar nicht an die Tür rankommen. Aber nee, da landet man in den Fässern. Das ist ja eine fiese Falle. Okay, dann gucken wir noch kurz hier. So wie die Bildschirme sind. Ey, ist ja wirklich gar nichts. Was können wir da unten machen? Zersägen. Karton könnten wir hier kaputt machen. Das könnte man ja vermuten, dass in dem Karton was drin ist, aber ich glaube da jetzt einfach nicht dran. Weil ich will ja auch irgendwie raus. Oh Mann, was ist denn mit mir? Ist dieses draußen schlafen ständig? Ich bin gerade richtig froh, dass das geklappt hat, ey. Ich habe gedacht, ich habe das ganze Spiel irgendwie kaputt gebackt. Oh nee, wir müssen da runter oder können wir uns hier durchboxen? Alter, ich bekomme Ständer. Wir kriegen doch 100 pro wieder eine Verbrennung. Das ist so gewollt, dass wir da runter müssen. Oder? Oh Leute, ey. Weil wenn ich über das Eisen laufe, kriege ich eine geknallt. So war das ja bei dem anderen eben auch. Oh Mann, ey. Keine andere Wahl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da besser läuft, aber... Oh, ruhig hier, Alter. Das ist ein Mist, ey. Man erschreckt sie immer so, wenn man einen Stromschlag bekommt hier. Oh nein, da sind wir überladen. Fuck. Okay, Moment. Hier, kommt weg. Wie viel haben wir denn? Alter, warum haben wir denn so viel Übergewicht? Verflucht. Die Dinger wie ein Kilo. Die sind aber bald hin. Kann ich hier... Kann ich nicht. Oh, da brauche ich Leder für. Was ist denn das hier für ein Piss? Wo sind die Schuhe jetzt? Ich guck mal, ob die Zeit wirklich vergeht, wenn wir jetzt irgendwas machen. Oh ja, tut sie. Gar nicht so geil. Was ich nicht alles tue hier. Ein bisschen reverieren. Noch ist Luft. Oh, das tut ja fast gar nichts zur Sache. Aber die wiegen so viel weniger. Und die sind, wenn die ganze sind, die bestimmt auch nicht so schlecht. Es gibt sicherlich Besseres. Ich lasse die jetzt hier liegen. Sieht zwar lächerlich aus, aber darum geht es ja hier nicht. Aber ich frage mich, wo wir das ganze andere Restgewicht her haben. Das sind ja nicht nur die Klamotten. Ah, okay. Fehler gefunden. Essen. Essen, 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 essen. Ablegen. Essen. Oh Gott, ey. Das ist ja eigentlich überhaupt... Da kann ja auch keiner dran denken, dass man hier auf immer klettern muss. Wie so ein Hannes. Reines Gesicht. Sind voll mit Essen. Ablegen. Der ganze Kaffee, Alter. Aber der wiegt nicht wirklich viel. Mann. Ich kann nichts hier lassen. Ah, Holz. Wir haben ganz viel Holz dabei. Alles weg. Die sind trocken. Die müssen mit. Altmetall ablegen. Weg damit. Den zerlegen. Oh, das ist ja jetzt hier ein richtiger Quest. Ich
muss ich aber auch mal sagen, was mir gerade so auffällt. Das Brecheisen. Wenn ich da jetzt runterkletter. Also ich bekomme eine gescheuert. Dann war's das mit uns. Dann sind wir das erste Mal gestorben. Oh hier, das muss weg. Ablegen. Alter, wir haben Übergewicht. Weil wir verdammt nochmal müde sind, oder was? Ich flipp ab. Ich weiß nicht, wie ich den hier hinpacken kann, aber ab und zu geht's. Ja. Ganz kurz. 2 Stunden. Dann heilen wir uns auch ein bisschen. Vielleicht sterben wir dann nicht direkt. Aber die Aussage ist, wir sollen raus, bevor das vorbei ist. Okay, aufheben. Wir können jetzt nicht mehr überladen sein. Ich packe mir jetzt das Seil und dann gucken, was passiert. Alter, wir sind wirklich unten. Ich muss noch die Lampe auffüllen. Mann, ist das hier. Okay, und los geht's. Ich hab gedacht, man kriegt hier eine. Leute. Warum ist denn das so? Verbannt. Ein Stofffetzen. Ist also jemand schon mal hängen geblieben? Oh, was war das denn? Schokoriegel. Das will kommen in handy. Brandbeschleuniger, ja super. Ich habe keinen mehr. Mikrowelle nehmen wir auch mit. Was drin? Nee. Aber hier gibt es wieder so viel zu plündern, Junge. Gerade wo wir uns ein bisschen leer gemacht haben. Sacken wir uns gleich wieder voll. Ganz ausgezeichnet. Should be good to drink. Warum ist denn so viel Leder jetzt mit immer? Metallkasten, Besen. So, und hier kommt man raus. Muss man das jetzt auch wieder so machen? Stimmt nicht mehr. Noch ist ja Nacht. Ist jetzt die Frage. Jetzt hat man ja nicht viel Zeit, um sich hier wirklich schlau zu machen. Wir gucken jetzt nur die wichtigsten Stellen ab. Hier unten ist noch ein bisschen was. Das kommt auf jeden Fall mit. Oh, wir haben hier einen Ohrwärmer. Ich wundere, ob ich any of this gear. Oder hier geht das gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Das stand aber gerade abgeschlossen. Das ist gut, wa? Mal schnell durchfliegen hier. Vielleicht liegt hier irgendwo noch ein Gewehrschuss oder so rum. Jetzt haben wir diese ganzen Schubfächer und so, das sparen wir uns mal. Werkbank. Alter, wie viel ist jetzt? Nee, ich kann nicht mehr. Hope nobody needs this anymore. Nein, wollen wir nicht. Ich bin gerade ein bisschen gestresst, merkt man vielleicht. Verbände hier liegen. Weil ich echt Angst habe, dass wir nicht mehr rauskommen. Quick Flame. Pushen. Was versteckt hier? Ist jetzt kein Saft mehr drauf. Vielleicht war das wichtig, dass hier hinten jetzt kein Strom mehr ist. Das ist bestimmt alle verschlossen. Man sieht ja auch nicht, ob draußen noch Lichter sind, ja. Ah, das haben wir gesucht. Nein. Okay, Pause geht.
Scheiße mit dem Nähzeug um sie. I could use this. Jetzt habe ich aber genug von dem. Oh, Werkzeug. Ja, stecken wir mal ein. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal klettern. Weil ansonsten ist mir das ideal, ob wir überladen sind. Das lohnt nicht. Alter. Das war eindeutig ein Schlag. Metal case is a thing of the old world, stranger. It's a world of closed doors and things being off limits. Yeah, see, I was part of that world, but that world's over. This is my world now, and in my world, I make the rules. In my world, see, there are no locks. Your world sounds crazy. What's in the case? I have no idea. What's in the case? I hope it's painkillers. Your ID says you're a pilot. You have a plane somewhere. My plane wouldn't do you any good. Yeah. Should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done. She? So now he's ready to talk. Well, don't worry, pilot. You'll be with her soon. Alter, hat der gerade mit der Axt zugeschlagen? Ey, was ist denn da los, Alter? Was ist er denn für ein Kaputter? Mann, die haben sich hier richtig, ich glaube, so richtig ins Zeug gelegt, was die Geschichte angeht. Ich meine, jetzt wird hier noch viel, viel komische Sachen, die man nicht versteht, passieren gerade. Weil die auch so zusammenhangslos sind, aber das, wenn sich das alles vernünftig nachher erklärt, dann bin ich, glaube ich, begeistert. Das mit dem Jeremiah, das ist verdammt eigenartig, seine komische... Was war das überhaupt, ein Funkgerät oder was? Und der Typ jetzt? Vor allem habe ich gedacht, wir sind jetzt quasi noch so auf so ein bisschen externen Weg unterwegs, wo man noch ein bisschen sammeln kann, bevor man dann durch die Tür geht. Aber da sind wir gerade hier Hauptweg gelaufen und stolpert der da uns an. Na gut, aber die war jetzt ein bisschen länger, die zweite Episode. Kam mir auch vielleicht ein bisschen länger vor, weil wir ja viel umhergestiefelt sind durch den Schnee und haben das ein oder andere gemacht. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt auf die dritte Episode. Ich glaube, die ist noch gar nicht draußen. Da heißt es jetzt wieder warten, meine Freunde. Ja. Bis hierhin hat es mich eigentlich ganz gut unterhalten, würde ich sagen. Ja, vor allem für Leute, die jetzt wirklich angefangen hätten, das Spiel zu spielen. Für die ist das, glaube ich, ganz gut bis hierhin. Weil die das ja alles noch lernen müssen. Da hatten wir jetzt so ein bisschen Leerlauf mit mir. Aber so, meine Fresse, nicht schlecht. Also ich bin gespannt, freue mich auf die dritte Episode dann. Und ja, und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn es weitergeht, ne? Keine Ahnung, wie lange das dauert. Das bleibt jetzt abzuwarten. Aber auf jeden Fall mache ich weiter. Ganz gewiss. Gucken, ob wir noch was kriegen hier. So einen fetten Boni, ein paar Brüste oder so. Ne, bekommen wir nicht. Wir sind wieder einfach auf dem Hauptbildschirm. Wir können ja mal kurz checken. Ich darf fortsetzen. Das ist ja auch doof, oder? Er geht nicht. Da sagt er, nein. Böser Lupi.
Okay. Ja, dann müssen wir tatsächlich warten. Dann machen wir hier Schluss und dann sehen wir uns, wenn es weitergeht. Bis dahin, bleibt gesund. Ich bin hier Sophia an euch rum. Tschüss.